Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Startschuss für Woche 2. Hier bei meiner großen 2022 Retrospektive. Und ganz ehrlich, wir haben uns vergangene Woche relativ gemütlich eingegroovt und uns die besten Filme des vergangenen Jahres angeschaut, die besten Veröffentlichungen von Vinegar Syndrome, von Arrow Video, die besten internationalen VÖs von anderen Labels oder aber auch die schönsten Steelbooks. Aber jetzt hier in Woche 2, jetzt geht's ans Eingemachte. Heute beginnen wir mit den schönsten Mediabooks des Jahres 2022. In den nächsten Tagen beschäftigen wir uns dann mit den besten und schlechtesten deutschen VÖs bzw. den schönsten Reihen und den besten Labels des Jahres. Wir sind in der Königsklasse angekommen. Und ganz wichtig ist für mich, dass ich am Anfang von diesem Video die Grundregeln für diese Liste ganz deutlich klar mache. Der Videotitel ist tatsächlich ernst gemeint. In der heutigen Liste geht es um die schönsten Mediabooks des Jahres 2022. Das heißt, das ist eine rein subjektive natürlich, aber optische Bewertung. Sachen wie Bonusmaterial, Bildqualität, Tonqualität, wie viel Arbeit in die Daten auf dem Silverlink gewandelt sind, hat für diese Liste tatsächlich keine Bedeutung. Das wird dann alles morgen berücksichtigt, wenn wir über die besten Veröffentlichungen des Jahres sprechen. Die sind dann natürlich auch verpackungsungebunden. Hier geht es rein um die Optik, beziehungsweise bei der Optik zu 90% um die Optik des Frontcover-Artworks. Ich habe mich auch dazu entschieden, meine persönlichen Vorlieben hier im Fall ein bisschen hinten anzustellen. Ob das jetzt ein Mediabook in G1 oder G2 Größe ist, völlig egal. Ob das ein Mediabook mit J-Card, C-Card, Quarterslip ist oder ob tatsächlich die Backcover-Informationen auf das Backcover gedruckt sind, völlig egal. Hier geht es rein um das Design des Frontcover-Artworks. Und ganz ehrlich, nachdem ich bei den Steelbooks relativ lang suchen musste, um überhaupt Kandidaten zu finden, ist das Jahr 2022 in Sachen Mediabooks wirklich ab und übergegangen. Holy freaking hell! Selbst nach einer relativ rigorosen Aussortierorgie meinerseits landete ich tatsächlich immer noch mit circa 100 verschiedenen Veröffentlichungen in der engeren Auswahl. Und im Gegensatz zu den überlangen Listen in den vergangenen Jahren wollte ich dieses Jahr dann keine Top 50 oder so draus machen, sondern habe mich tatsächlich für eine Top 20 entschieden. Das heißt, ich musste etliche VÖs von dieser Liste weglassen, die mir persönlich wirklich wehgetan haben, um die Dinge zu finden, die ich rein optisch, rein subjektiv vergangenes Jahr am schönsten gefunden habe. Ist das eine definitive Liste? Nein, natürlich nicht. Denn auch in diesem Fall gilt auch die weitere Grundregel, ich darf für diese Liste ausschließlich die Veröffentlichungen nominieren, die ich auch selbst in meiner eigenen Sammlung habe. Und nur für die volle Transparenz, weil ich weiß, dass dieser Kommentar kommen wird. Ja, es ist ganz klar, dass ein Großteil von diesen Veröffentlichungen auch die Titel sind, mit denen ich mich näher im Blu-ray-Check beschäftigt habe, was natürlich auch damit zu tun hat, dass ich bei diesen Titeln wesentlich genauer hingeschaut habe und dadurch natürlich auch die Vorzüge von gewissen Kleinigkeiten aus der Veröffentlichung wesentlich deutlicher kenne, als bei einem Mediabook, das ich lediglich im Laufe des Sammlungsupdates irgendwann einmal quasi angeboxt habe. Aber ich würde sagen, genug der einleitenden Worte. Wir können in diesem Video gleich einmal starten. Nee, jetzt schon wieder. Mit dem Platz 20. Und ja, ich sollte mir tatsächlich selber diesen inneren Teufel austreiben, dass ich irgendwie dauernd dazu verleitet bin, meine Zahlen falsch rum hinzustellen. Aber wo wir gerade beim Thema Exorzismus sind, da war es im vergangenen Jahr ja nicht die Emily Rose, die exorziert werden sollte, sondern die Emma Evans. Und die wurde das in einem Mediabook von Hansesound. Und dafür gab es ein Artwork, das definitiv großartig war. Gezeichnet von dem wundervollen Timo Würz, ist das aber, würde ich fast sagen, von
von der Zeichnung allein her noch eines von seinen einfacheren Artworks, weil es eben nicht die Grafikexplosion ist, sondern sich relativ schlicht auf den Hauptcharakter konzentriert, was aber, finde ich, auf diesem Mediabook-Frontcover auch großartig rüberkommt. Das, was dieses Mediabook dann aber letzten Endes auf diese Liste transportiert hat, das ist das, was Hansesound zusätzlich mit diesem Motiv gemacht hat. Wir bekommen nämlich diesen absolut wundervollen Druck mit dem Holopapier. Wir bekommen dann dazu auch noch diesen partiellen Glanzlack auf den Augen, sodass dieses Cover so richtig schön zu leuchten beginnt und, finde ich, wundervoll akzentuiert, das nicht nur präsentiert, sondern auch verstärkt, was uns Timo Würz hier zeigen wollte. Aber wo ich gerade beim Thema war, ringfrei für die zweite Runde, hier bei unserer Top 10 Retrospektive für das Jahr 2022. Wir sollten vielleicht tatsächlich einen Ring frei machen, aber im besten Fall auch direkt gleich den Death Ring. Denn auch das Label Excess hat im vergangenen Jahr einige fantastische Artworks erstellt. Und da gibt es einen Künstler, dessen Name mir aktuell leider nicht geläufig ist, der immer in Zusammenarbeit mit Focus Media tätig ist und demnach seine Artworks bereits beigesteuert hat für die Focus Media Lizenzen. Einerseits von Excess, andererseits auch von NSM Records. Und er hat einen ganz besonderen Stil, denn auch bei seinen Arbeiten handelt es sich um digital Artworks, soweit ich das richtig im Kopf habe, aber nicht um welche, die ähnlich wie bei Ralph Krause getraced werden, also quasi direkt mit Bildvorlagen aus dem Film abgepaust, sondern wirklich Bilder, die komplett neu für diese Artworks gemalt werden. Und dabei hat er, finde ich, ein absolut großartiges Gespür für Farben, ein großartiges Gespür für das Arrangement von verschiedenen Elementen und schafft es einfach hier bei Death Ring beispielsweise ein Artwork zu zaubern, das ich persönlich absolut großartig fand. Und man muss sagen, Filmschauen kann ja auch quasi gefährlich sein, meistens eher aber für die Charaktere im Film. Für die endet so mancher Titel dann auch tatsächlich tödlich und dann landen sie in der Pathologie. Und in der Pathologie sind wir tatsächlich im vergangenen Jahr auch wieder mal gelandet. Ich erinnere mich noch, als damals die hohe Zeit des Ralph Krause Artworks war. Spoiler-Alarm, versucht mal die Ralph Krause Artworks in dieser gesamten Liste dann zu zählen, aber dazu später mehr. Haben wir viele Titel bekommen, wie eben auch Pathology mit einem Ralph Krause Cover, was ich damals absolut großartig fand. Damals war ich extrem angepisst, dass ich dieses Mediabook verpasst habe. Mittlerweile sehe ich da dann doch auch ein bisschen nüchterner drauf. Vor allem, nachdem Excess im Jahr 2022 ein neues Pathology Mediabook veröffentlicht hat und das um ein Vielfaches genialer ist. Ich mag diesen groben Comic-Look, den Excess beispielsweise eben auch bei ihren Mediabooks von Dentist verwendet hat, beziehungsweise auch die Tatsache, dass Excess immer, oder Versus was quasi auch, das hätte ich auch gerne auf der Liste gehabt, aber da habe ich zu lange gezögert im vergangenen Jahr, ich voll Depp. Aber was ich bei ihnen auch sehr gerne mag, ist, dass sie dann mit dieser Silberfolie auch noch auf dem Cover arbeiten, das Ganze schön geprägt ist und dass sie hier ein, wie ich finde, sehr schönes und sehr abwechslungsreiches Cover-Artwork geschafft haben. Und eines fällt mir schon relativ deutlich auf, wenn ich mir die Mediabook-Verkäufe und auch Auflagen in den letzten Jahren anschaue. Während ich glaube, die ursprünglichen ersten großen Mediabooks wie Doomsday von Capelet und Illusions noch limitiert waren auf Sachen wie 10.000 Stück, gibt's mittlerweile Mediabooks, die auf 55 bzw. 11 Stück limitiert sind. Das ist ein Tausendstel davon. Und trotzdem bleiben manche noch immer in den Regalen der Händler liegen. Aber bei einigen anderen ist es definitiv gefragt, ein bisschen Panik zu haben. Panik, ob man den Film bekommt, ob man sein Lieblingscover bekommt. Da ist Anolis tatsächlich eines dieser Labels, bei denen das besonders kritisch ist, denn sie veröffentlichen gute Filme, in guten Editionen und man weiß eigentlich normalerweise nie, wie hoch die tatsächlichen Limitierungen bei Anolis wirklich sind, weswegen es teilweise wirklich angebracht ist, ein bisschen eine Panik zu haben, ob man das eigene Wunschcover dann vielleicht doch tatsächlich mit nach Hause nehmen kann. Und, Wortspiel mal außen vor gelassen, einer der meiner Meinung nach coolsten Releases von Anolis aus dem letzten Jahr war auch der Film Panik. Der hat mir persönlich viel Spaß gemacht, aber was ich da ganz besonders interessant fand, war auch,
Dieses eine fantastische Cover-Artwork, das eigentlich fast Nightmare on Elm Street technisch hier zeigt, wie dieses Monster durch diese aufgehängte Wäsche durchschneidet. Das ist ja auch etwas, das wir in ähnlicher Form auf einem Cover von Tenebrae beispielsweise gesehen haben. Aber ich mag in dem Fall dieses Farbspiel. Ich mag auch die Aufteilung von diesem Bild. Das ist für mich eines der wirklich interessantesten Artworks des vergangenen Jahres. Aber ich glaube, wer mich kennt, weiß, was auf solchen Listen zu erwarten ist und wird sich demnach auch nicht wundern, dass dieser Film auf der Liste gelandet ist. Aber die Platzierung ist durchaus interessant. Eines der Labels, die ich aktuell ganz besonders schätze, ist Cineploid, aber dazu in ein paar Tagen noch etwas mehr. Und die haben im Jahr 2022, finde ich, ein ganz besonders grandioses Cover-Artwork im Mediabook veröffentlicht. Und dabei handelt es sich selbstverständlich um den Film Insel der neun Monster. Der ist von Cineploid als Nummer 11 ihrer eigens durchnummerierten Haus-Mediabook-Reihe erschienen und hat da, finde ich, auch ein grandioses Cover-Artwork spendiert bekommen. Ja, es ist ein Original-Artwork und keines, das für dieses Mediabook neu gemacht wurde. Und ja, ich habe tatsächlich teilweise ein kleines bisschen auch danach entschieden, die Original-Artworks, die es ja quasi schon gab, etwas niedriger anzusetzen und vielleicht die Cover-Artworks, die neu exklusiv für Mediabook-Releases erstellt wurden, etwas zu bevorzugen. Aber bei diesem Cover war es gar keine Frage, ob das irgendwie auf diese Liste gehört oder nicht. Das ist eine wundervolle Zeichnung, das ist eine wundervolle Bildaufteilung, das ist ein wundervolles Farbspiel, das ist ein wundervolles Arrangement von den verschiedenen Bildelementen und das ist ein Cover-Artwork, das mich persönlich absolut begeistert. Aber wo wir gerade beim Thema Begeistern waren, da ist im Jahr 2022 tatsächlich etwas ganz Absurdes passiert, denn zum ersten Mal hat mich ein Cover-Artwork von einem Mediabook nicht nur ganz einfach bei meinem Unboxing begeistert, sondern ich habe auch dann später nach einer Facebook-Nachricht von dem Zeichner ein weiteres Detail über dieses Cover-Artwork erfahren, das mich noch weiter begeistert hat. Und ich muss sagen, ich finde es auf der einen Seite gut, dass mir Uncle Frank noch nicht vor meinem Review gesagt hat, dass dieser Querverweis auf meinen Standardspruch Holy Frickin' Hell auf dem Cover-Artwork von Barfly versteckt ist, aber ich habe das auch tatsächlich, glaube ich, noch gar nicht gewusst, als ich die Liste für diese Top 10 Veröffentlichung zusammengestellt habe. Die habe ich ja tatsächlich auch, ich glaube, 2 Monate oder 3 Monate, bevor ich dann endlich zum Filmen gekommen bin, gemacht. Also das hatte hier definitiv kein Mitspracherecht. Aber ich finde auch, abgesehen von dem kleinen Holy Freaking Hell Graffiti, ist das, was uns Uncle Frank hier bei seinem Barfly Mediabook präsentiert, absolut fantastisch. Ich liebe das alte Original-Cover-Artwork, aber ich finde, dass die Zeichnung von Uncle Frank hier ebenfalls absolut wundervoll ist, vor allem, weil sie sehr schön mit dieser Neon-Ästhetik von diesen Leuchtstoffröhren arbeitet, die einzelnen Charaktere aus diesem Film wundervoll arrangiert und sowohl quasi das poppig-peppig-bunte von dieser Wirtshauskultur zeigt, als dann aber eben auch diese düstere Seitengassen-Schlägerei-Geschichte, die eben dann die Kehrseite der Medaille ist. Das ist ein wundervoll aufgebautes und wundervoll aufgeteiltes Artwork. Aber wir müssen zu einem meiner persönlichen aktuellen großen Steckenpferde weitergehen. Auf Platz 14 habe ich jetzt zum ersten Mal eine meiner persönlichen Lieblingsreihen der vergangenen Jahre verewigt und ich denke mir, es wird auch niemanden überraschen, dass diese Reihe wieder auch im Jahr 2023 irgendwo auf meinen Listen auftaucht. Die AfD Legacy Edition. Aber der Film, der auf der Nummer 14 gelandet ist, ist jetzt nicht der typische Richard Harrison, Mike Abbott oder Bruce Barron Ninja Romp. Nein, da geht's um was ganz anderes. Und es geht tatsächlich um eine riesige Schlange. Um eine riesige Schlange mit einem Eigenleben, füge beliebigen Witz über Elmer an dieser Stelle ein. Aber ganz im Ernst, die Terror Serpent ist wahrscheinlich einer der absurdesten IFD-Filme, die ich jemals gesehen habe. Vor allem, weil der Film zwischen einer ernstzunehmenden Militär-Action-Schose und einer eigentlich familienfreundlichen Komödie aller der klassischen Fernsehserie Surfers, die meiner Meinung nach viel zu früh wieder abgesetzt wurde,
spielt und dabei seinen Ton von der Erzählung immer wieder hin und her beutelt, dass man beim Anschauen fast Peitschenschlag-Syndrom bekommt. Aber was ich bei diesem Cover-Artwork ganz besonders beeindruckend finde, das ist dieses Design. Witzigerweise ist das eigentlich fast 1:1. Das Originaldesign von dem damals verwendeten Ausgangsfilm, wo dann allerdings natürlich dieser eine Soldatencharakter von IFD einfach mit reingezeichnet wurde für diese Version, die dann eben IFD international ausgewertet und verwendet hat. Für mich gab es einige schöne Cover-Artworks bei den Mediabooks von Terror Serpent, aber ich würde sagen, das ist einfach wundervoll. Und es passiert selten, dass ich mich nicht entscheiden kann. Ganz im Ernst, jeder, der meine Videos beobachtet, der weiß, dass ich zwar natürlich auch wie jeder andere Sammler manchmal nicht umhin komme, von einem Film mehrere verschiedene Versionen in meiner Sammlung zu haben. Vor allem, wenn man halt so blöd ist und rein komplett sammelt und dann dooferweise in der einen amerikanischen Reihe und in der einen deutschen Reihe derselbe Film kommt und man dann mehr oder weniger beide Versionen braucht. Aber was ich tatsächlich normalerweise nie mache, das ist, wenn ein Film im Mediabook erscheint und mir mehrere Cover gefallen, dass ich mir zur selben Zeit vom selben Mediabook-Release mehrere Cover ins Regal stelle. Außer einmal. Und ja, das ist passiert. Ganz im Ernst, ich konnte mich wirklich nicht entscheiden. Bei der Nameless-Veröffentlichung von Police Story gab es einfach zu viele großartige Artworks. Diese beiden neu gezeichneten Einzeltitel von Uncle Frank fand ich auf der einen Seite absolut großartig, aber, und das ist dann auch meine Nummer 13 hier auf der Liste, das ist ein altes Artwork zu den Police Story Filmen, aber eines, das in meinen Augen einfach nur großartig ist, dieses orange quasi Gefängnis-Ästhetik-Cover von Police Story, das hier von Nameless für das Double-Feature-Mediabook verwendet wurde. Das finde ich persönlich einfach nur großartig. Und das ist wundervoll hier natürlich von Nameless aufbereitet. Es hat eine wundervolle Bildschärfe, vor allem natürlich diese leuchtenden Farben, weil ihr dieses Mediabook in erster Linie mit den helleren Farben, mit dieser orangen Signalfarbe arbeitet. Das finde ich hier auf dem Mediabook dann am Ende des Tages auch einfach nur absolut großartig zur Geltung kommt. Aber mit Platz 12 kommen wir zu einem meiner aktuellen absoluten Lieblingszeichner. Ich habe ja damals mit Arrow Video überhaupt nur begonnen wegen Rick Melton. Ich habe andere Zeichner entdeckt und dann wieder vergessen, wie Ralf Krause. Ich liebe Leute wie Timo Würz, wie Graham Humphreys, wie Uncle Frank. Das ist aktuell tatsächlich einer meiner persönlichen absoluten Lieblingszeichner, der insbesondere eben bei Nameless und Umgebung einige großartige Artworks abliefert, aber mittlerweile auch schon international tätig ist. Aber ich kann mich noch relativ gut erinnern, wie das damals war, als ich das erste Mal ein Artwork von Uncle Frank gesehen habe. Und ja, das war's. The Boy Behind The Door. Das war, glaube ich, das erste Mal, als mir Uncle Frank ein wirkliches Holy Freaking Hell entlockt hat. Dieses Cover-Artwork fand ich einfach großartig. Während Boy Behind The Door bei seinen anderen Cover-Artworks entweder einfach nur ein Szenenbild beziehungsweise das klassische Originalmotiv halt geboten hat, war das etwas wirklich anderes. Natürlich ganz eindeutig inspiriert von dem klassischen Motiv aus Stanley Kubricks Shining, ist das aber hier, wie ich finde, von der Bildaufteilung her ein absolut wundervolles Motiv, vor allem, weil ich finde, dass dieses Motiv so viel Dynamik versprüht, dieser angsterfüllte Blick, diese Axt, die da ins Bild reicht, das ist, finde ich, etwas Wundervolles, das hier auf diesem Mediabook einfach nur großartig zur Geltung kommt. Aber ein weiterer digitaler Künstler, der mir in den letzten Monaten immer wieder positiv aufgefallen ist, das ist Stemo. Der hat ja damals eigentlich begonnen, finde ich, mir aufzufallen, bei seinen für WMM, von WMM verwendeten Artworks zu den ersten Camp Blood Filmen. Da wurden ja mehrere Artworks von ihm verwendet, die aber eigentlich gar nicht für diese Mediabooks gemacht wurden, sondern bereits für amerikanische Blu-ray-Veröffentlichungen. Mittlerweile hat WMM auch bei einigen anderen Titeln auf Stemo Artworks zurückgegriffen, ein großartiges Shamrock jetzt zum Beispiel zuletzt auch bei Mike Mendes Killers verwendet, aber natürlich gab es dann auch noch einen ganz bestimmten Release im Jahr 2022.
Und ja, die Demo-Artworks waren es definitiv, die dazu beigetragen haben, dass die Camp Blood Media Books damals wahnsinnig gut verkauft wurden. Die Filme waren es ja wahrscheinlich jetzt eher zweitrangig. Aber nachdem das Camp Blood Franchise, finde ich, vor allem mit den Teilen 4 und 5 ein bisschen einen Dip nach unten unternommen haben, geht das Ganze bei 7 bis 10 im Verhältnis eigentlich schon wieder fast ein bisschen besser weiter. Aber was tatsächlich 1 zu 1 auf demselben Niveau geblieben ist, was natürlich gut ist, weil das Niveau war bereits fast unerreichbar hoch, das sind die Artworks von Stemo. Und auch da bekommen wir auf den, zumindest von mir hier in der Nahaufnahme vorgestellten Mediabooks von WMM, wieder einen sehr interessanten und abwechslungsreichen Blick auf einige Elemente, die ja auf der einen Seite tatsächlich aus den Filmen stammen, auf der anderen Seite aber natürlich auch sehr gerne einfach nur komplett frei hinzugedichtet wurden. Was finde ich aber trotzdem absolut großartig aussieht, die Aufteilung von den Bildern, die Art, wie diese Motive hier arrangiert sind, das finde ich beeindruckend, was Demo hier geleistet hat. Und damit kommen wir zu Platz 10. Und auf der 10 kommen wir zu einem Künstler, der in den vergangenen Jahren wesentlich öfter auf meinen Top-10-Listen zu Gast war, was allerdings leider daran liegt, dass er, finde ich, in den letzten Monaten und Jahren einfach viel zu viel macht und dadurch natürlich auch viel zu viele durchschnittliche bis teilweise sogar unterdurchschnittliche Artworks mit seinem Namen auf den Markt kommen. Was ich dabei ganz besonders schade finde, ist, dass meiner Meinung nach seine schlimmsten Artworks die sind, die er gar nicht für deutsche Mediabooks macht, sondern für Arrow Video bzw. Ebola Syndrom. Aber Ralf Krause kann neben dieser Massenabfertigung tatsächlich auch im Jahr 2022 noch einige covertechnische Meisterwerke abliefern. Und ja, ich weiß, ich schummel an dieser Stelle. Aber ganz im Ernst, ich konnte mich zwischen diesen drei Cover-Artworks absolut unmöglich entscheiden. Und ich wollte auch ehrlich gesagt, wenn ich schon nur eine Top 20 Liste mache, jetzt dann auch nicht gleich drei verschiedene Slots dafür reservieren. Vor allem, weil diese drei Cover Artworks von ihrem Stil, von ihrer Bildaufteilung und von ihrem Arrangement her eigentlich sehr ähnlich sind. Aber das ist good old Krause. Das ist das, weswegen wir damals vor Jahren angefangen haben, gerne Artworks von Ralf Krause zu sehen. Und das ist das Niveau, das wir von ihm in erster Linie sehen, wenn er für Labels wie Birnenblatt oder Wicked Vision arbeiten. Aber ganz offensichtlich hat Shamrock auch hier tiefer in die Tasche gegriffen und eine Menge an verschiedenen Bildelementen von Ralf Krause zeichnen lassen, um dann wirklich ein absolut wundervolles, volles Artwork zu erstellen, das allerdings auf der anderen Seite auch nicht übervoll bzw. überladen aussehen. Ich denke, wenn ich mich am Ende des Tages direkt entscheiden müsste, dann wäre Sidekicks wahrscheinlich bei mir auf Platz 1, High Risk auf Platz 2 und Convent auf Platz 3. Aber für mich sind diese drei Artworks so nah beisammen, dass ich sie hier einfach allesamt und gemeinsam auf Platz 10 holen wollte. Und das bringt mich zu einer, sagen wir mal, etwas ungemütlicheren Geschichte aus dem Jahr 2022. Viele Leute sind teilweise auch berechtigterweise ziemlich angepisst auf das Label Birnenblatt. Das liegt allerdings ausschließlich an der Kommunikation bzw. dem Mangel einer solchen und der Tatsache, dass viele Releases immer weiter verschoben werden und Leute schon seit Monaten bis halben ganzen Jahren ihr Geld investiert haben in Veröffentlichungen, die sie noch gar nicht bekommen haben. Und das macht einige Leute ziemlich grantig. Mir persönlich ist es relativ wurscht, wie man damals eben bereits beim Scott Pilgrim Spiel von Limited Run Games gesehen hat. Solange das Ding, das nachher rauskommt, die gewünschte Qualität bringt, ist es ja eigentlich zweitrangig, wie lang man am Ende des Tages darauf warten hat müssen. Und das ist etwas, das kann man Birnenblatt definitiv nicht vorwerfen. Wenn sie etwas dann auf den Markt bringen, dann hat das auch immer noch die von ihnen gewohnte Qualität. Und da haben sie uns im Jahr 2022 auf der einen Seite mit dem ersten Teil von Chucky überrascht. Aber was jetzt hier für mich auf Platz 9 der Liste der schönsten Mediabooks gelandet ist, das ist ihr neues 4K-Steelbook von der Klapperschlange. Nein, es ist nicht das erste Mal, dass sie die Klapperschlange veröffentlicht haben und ich glaube auch nicht, aber das zweite oder dritte Mal, aber das ist trotzdem, wie ich finde, ein Film, den kann man auch gerne öfter angreifen, denn
Vor allem, nachdem Birnenblatt jetzt auch bei den neuen 4K-Mediabooks wieder auf neue Artworks zurückgegriffen hat. Und Birnenblatt, finde ich, eines der Labels ist, die dafür auch, die auch für Abwechslung in den gezeichneten Cover-Artwork-Stilen stehen. Und so finde ich, dass dieses Motiv hier von der Art, wie die Zeichnung gemacht ist, vom Arrangement und natürlich eben auch von der gesamten farblichen Konstellation absolut großartig ist und für mich eines der schönsten gezeichneten Motive des vergangenen Jahres, dass man dafür etwas länger warten musste, als es dem einen oder anderen lieb gewesen ist. Ja, war halt so. Ist mir aber persönlich wurscht, denn für mich zählt das Endergebnis und auf das Endergebnis kann man sich bei Birnenblatt auch im Jahr 2022 immer noch verlassen. Aber es gibt noch einen weiteren, bei dem man sich auf das Endergebnis wirklich verlassen kann. Erinnert ihr euch noch an den Zeichner Uncle Frank? Und ja, ich hatte mit der Antwort ja schon gerechnet. Und ja, ich hatte auch damit gerechnet, als ich dieses Cover-Artwork das erste Mal gesehen habe, dass das definitiv auf meiner Top-10-Liste der schönsten Mediabooks des Jahres 2022 steht. Und dass dieses absolute Meisterwerk überhaupt nur auf Platz 8 gelandet ist, soll tatsächlich gar nicht als Kritik für dieses Artwork gelten, sondern einfach nur sinnbildlich dafür sein, dass das Jahr 2022 einige phänomenale Artworks mit sich gebracht hat und dass dieses Design immer noch eines der schönsten ist, das ich jemals gesehen habe. Uncle Frank hat sich in diesem Fall ziemlich 1:1 eine Szene aus dem tatsächlichen Film geborgt, hat sich dabei auf dem Frontcover auf einen einzigen Charakter spezialisiert und zeigt damit, dass er im Gegensatz zu einigen anderen Coverkünstlern, die halt quasi immer more of the same machen und bei all ihren Covern die dasselbe Arrangement verwenden, dass er sowohl gerne mit den übervollen Artworks, als auch aber mit den eher schlichteren Designs mit weniger Bildelementen arbeiten kann. Und natürlich ist das, was er hier für Nightwatch gezeichnet hat, unglaublich reißerisch, aber fokussiert sich nur auf den Charakter. Dazu dann eben noch von Nameless im Auftrag von JB Entertainment wunderschön aufbereitet mit dem partiellen Glanzlack bei den Glasscherben, kommt dieses Motiv hier so richtig zum Leben und ist, wie ich finde, eines der wundervollsten Cover-Artworks des ganzen vergangenen Jahres. Und ja, wir sollten, glaube ich, wieder mal ganz kurz zur IFD Legacy Edition zurückkommen, denn auf Platz 7 finden wir von der Staffel des Jahres 2022 das Artwork, das mir persönlich am allerbesten gefallen hat. Und Terra Serpent kam ja, passend dazu, dass der Film auch eher etwas eigenständig ist, quasi eigenständig, separat von der tatsächlichen IFD Ninja und Action Staffel auf den Markt. Aber wenn man sich die ganzen Artworks von der 2022er IFD Legacy Edition Action Staffel anschaut, dann finde ich, sticht da ein Cover Artwork ganz besonders heraus. Ja, großartig sind sie alle, aber nur eines davon ist wirklich holy freaking hell großartig. Und das ist das Motiv von Cobra Against Ninja. Ich habe keine Ahnung, wo ich in dem Fall anfangen soll, dieses Cover zu beschreiben. Diese wundervoll unrealistische Pistole, die der Typ aus dem Hubschrauber natürlich hier auf dem Cover abfeuert, was mit dem tatsächlichen Film, wird euch jetzt wenig überraschen, rein gar nichts zu tun hat. Diese absolut wundervollen Autoverfolgungsjagden und Motorradgeschichten, ja nee, ist sehr klar. Immer wieder schön, wenn ich dran denke, dass Zeichner Igel Leung, der damals der Standard-Poster-Designer für IFD war, ganz offensichtlich mehr die Elemente für die Poster gezeichnet hat, von denen er gerne gehabt hätte, dass sie in dem Film gewesen sind und nicht die, die tatsächlich im Film waren. Aber das ist wieder mal eines der Motive, wo ich finde, dass diese Vorlage einfach nur atemberaubend wunderschön ist mit ihren Farbkonstellationen, aber natürlich eben auch das Arrangement, das wir dann hier von WMM bekommen, mit der Art, wie scharf, wie farbenfroh, wie kontrastreich diese Bilder immer noch sind. Das ist, finde ich, ein absolut wundervolles Motiv. Und wundervoll geht's hier definitiv weiter. Nein, die nächste Nominierung hier auf meiner Liste der schönsten Mediabooks des Jahres 2022 ist definitiv nichts zum Weinen. Ganz im Gegenteil, da haben wir jetzt endlich mal was zum Lachen.
Hahaha, ja, ich weiß, aber ganz im Ernst, Der Mann, der lacht, ist nicht nur der beste Film gewesen, der vergangenes Jahr das, zum allerersten Mal auf einem Heimkinomedium veröffentlicht wurde, aber Der Mann, der lacht, ist auch ein absolutes Meisterwerk covertechnischer Natur. Und falls mich jetzt jemand fragt, welches Cover meinst du, muss ich irgendwie doch fast schummeln und sagen, eigentlich so ziemlich fast alle. Eines meiner persönlichen absoluten Lieblingscover ist natürlich das, das Cover, wo er Konrad Veidt und die Dame auch noch sieht, aber auch diese Nahaufnahme von seinem Gesicht im Joker-Look, die wir zum Beispiel auch bei der britischen Veröffentlichung gesehen haben, ist großartig. Auch dass er das Artwork, das Jill Ranks für diese Veröffentlichung angefertigt hat, ist fantastisch. Aber im Endeffekt ist es wahrscheinlich bei mir genau diese Entscheidung zwischen den Covern C und D, die ich hier ganz, ganz schwer nur treffen kann. Das liegt einfach daran, dass das in dem Fall die buntesten, kräftigsten und aussagestärksten Artworks sind, die die Wicked Vision für diesen Titel angefertigt haben, und die, finde ich, einfach einen extrem bleibenden Eindruck hinterlassen, den man wahrscheinlich genauso nie wieder aus dem Gedächtnis bekommen wird, wie den Film an sich. Und damit kommen wir jetzt zu etwas komplett anderem. Platz 5 ist ein Design Award, den ich nicht nur diesem einen Mediabook gebe. Denn wer mich kennt, weiß, ich stehe auf nichts mehr wie auf nummerierte, einheitliche, durchgehende Reihen. Und für viele Labels ist es extrem schwer, über einen längeren Zeitraum ihrer eigenen Linie und ihrem eigenen grundsätzlichen Design treu zu bleiben. Das hat man beispielsweise bei den Serienveröffentlichungen von Warner ganz deutlich gesehen. Ich erinnere nur an die ersten 3 Staffeln von Without a Trace, die komplett anders ausgehört haben. Und sowas findet man im Major-Spektrum natürlich immer wieder öfter. Und umso sehr war ich begeistert, als Studiokanal, jetzt schon Studiokanal, nicht einmal mehr Kinowelt, angekündigt haben, dass sie Saw Spiral im Mediabook bringen. Nicht nur, dass sie nämlich für dieses Mediabook zum allerersten Mal auf eine 4K UHD zurückgegriffen haben und damit quasi den 9. Saw-Film in die nächste Generation gehievt haben, aber sie haben tatsächlich ihre Wurzeln nicht vergessen. Sie haben nicht vergessen, was die Fans seit dem allerersten Saw-Teil haben wollen. Und das sind diese wunderschönen Mediabooks. Und das ist etwas, dafür kann ich Studiokanal nicht dankbar genug sein. Nein, das grundsätzliche Artwork von Saw Spiral beeindruckt mich natürlich bei weitem nicht so sehr, wie das, wie beispielsweise von Nightwatch, wie Der Mann, der lacht, wie der Klapperschlange und vielen anderen Plätzen, die hier darunter aufgelistet sind. Aber auf der einen Seite die Tatsache, dass ein relativ großes Label wie Studiokanal diese Wertigkeit auf diese alte Mediabook-Reihe gelegt hat, obwohl man sich mittlerweile schon umbenannt hat, obwohl man dazwischen auch schon 2-mal das Logo geändert hat. Ja, die ersten beiden Saw-Mediabooks hatten ja sogar noch das alte Kinowelt-Logo, bevor dann das neue Kinowelt-Logo kam. Und ja, beim ersten Teil war das Logo sogar noch auf die Seite gedreht und gar nicht gerade. Es hat sich so viel verändert, seit die erste Saw Collector's Edition damals im Jahr 2004 hierzulande veröffentlicht ist. Das sind fast 20 Jahre. 20 Jahre, die es von DVD auf Blu-ray auf 4K gebracht hat. Aber Studiokanal bleibt ihrer Linie, bleibt ihrer Reihe treu und bringt uns Spiral in genau dieser Edition wieder. Und das kriegt von mir einen ganz, ganz, ganz besonderen Ehrenpreis. Aber damit wieder ein bisschen mehr aufs normale Schema zurück, kommen wir zu einem der schönsten Cover-Artworks, die ich im vergangenen Jahr gesehen habe. Ja, tatsächlich dem viertschönsten Cover-Artwork, wobei ich für eine längere Zeit sogar gedacht hätte, nachdem ich dieses Artwork zum ersten Mal gesehen habe, ja, das wird die Nummer 1. Es ist kaum vorstellbar, dass man dieses wunderschöne Cover-Meisterwerk doch ansatzweise überbieten kann.
Und ich denke mir, wenn ihr es jetzt hier vor euch seht, wird es euch ähnlich gehen. Das ist doch ein unglaublich geniales Ding. Ja, der Künstler, der hier für die Bush Media Group gearbeitet hat, hat sich natürlich ziemlich nahe an ein Szenenbild aus dem Film gehalten, das man beispielsweise in der IMDb auch ganz deutlich einsehen kann, hat das Ganze dann aber mit dieser einen Spiegelung eben hier hinten im Spiegel oder beziehungsweise diversen Bluteffekten noch etwas reißerischer gestaltet, als das in der eigenen Vorlage überhaupt der Fall war und hat damit, finde ich, das Maximum und sogar noch ein kleines bisschen darüber hinaus aus diesem Originalmotiv herausgeholt. Das ist in meinen Augen ein absolut großartiges, wunderschönes Design, das vor allem in den feineren Strukturen, er braucht nur eben auf diese Muskelkonturen von diesem gruseligen Hauptdarsteller aus dem wirklich großartigen Film übrigens, blicken, um zu sehen, was da für ein Talent, was da für ein wundervolle Detailverliebtheit drinnen steckt, um zu wissen, dass das eines der großartigsten Cover des vergangenen Jahres ist. Oh gut, wir befinden uns in den Top 5, da wird dieser Satz wahrscheinlich euch nicht wundern, wenn der noch das ein oder andere Mal fällt, aber tatsächlich hatte ich auch bei meinem Platz Nummer 3 für lange Zeit das Gefühl, dass das wird sein, es ist unmöglich, dass man dieses Cover-Artwork noch irgendwie überbieten kann, das ist sowas von genial. Und ich kann mich noch erinnern, wie wir damals im Live-Talk mit Christian von Nameless das erste Mal dieses Mediabooks ansichtig wurden und ich mir schon damals gedacht habe, holy fucking hell. Und es hat gedauert, bis ich das Mediabook in meinen eigenen Händen halten konnte, bis ich diese volle, meisterliche Zeichnung von Uncle Frank so richtig verarbeiten konnte. Die Tatsache, dass wir nämlich hier front and center den einen Charakter aus dem Film haben, der gerade von seiner umgehängten Bombe zerfetzt wird, ist ja auf der einen Seite schon schön und gut, aber wenn man sich dann erst die Details ansieht, wie eben seine einzelnen, well, Teils in der Gegend herumfliegen, wie dann noch die ganzen anderen Charaktere in dieses Design eingebettet wurden, wie das Ganze mit den partiellen Glanzlackeffekten aufgehübscht wurde. Das ist ein Meisterwerk, vor allem von der Komposition, von der Farbgebung her. Das ist ein dermaßen schönes Cover, dass ich ehrlich gesagt fast böse bin, dass ich das nicht auf Platz 1 setzen kann. Aber glaubt's mir, da kommt noch was. Kommen wir jetzt zu Platz 2 und damit einem meiner persönlichen größten Highlights des Jahres 2022. Und ja, ich weiß, der ein oder andere von euch wird sich denken, ja, es ist Platz 2, na was soll es sonst sein? Ich meine damit nicht nur das Cover-Artwork des Mediabooks, in dem Fall meine ich das Gesamtpaket der Veröffentlichung bzw. auch der Film an sich. So gerne hätte ich den Film Yeti auch auf meine Liste der besten Filme des Jahres gesetzt, aber im Gegensatz zu Der Mann, der lacht, war der Film einfach nicht qualifiziert, weil er natürlich bereits mehrfach auf Videokassette veröffentlicht wurde. Aber mittlerweile gibt es ja von Yeti auch ein Mediabook. Beziehungsweise es gibt nicht nur ein Mediabook, es gibt ja sogar 3 Mediabooks. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich damals meinen extrem ausführlichen, anfänglichen Blu-ray-Check gemacht habe, als Wicked Vision ursprünglich sogar nur die Cover-Artworks A und B veröffentlicht hat und man als Besteller im eigenen Wicked-Shop damals ein Poster mitbekommen hat, dass ich mir gedacht habe, ja, die Cover A und B sind schön, aber sie sind nichts im Vergleich zu diesem Poster-Artwork. Ich hätte so gern ein Mediabook mit diesem Poster-Artwork. Und später, im Laufe des Jahres, nachdem die großartigen Yeti-Mediabooks natürlich extrem flott ausverkauft waren, hat mir Wicked Vision diesen Wunsch dann auch erfüllt und hat mit dem Cover C von Yeti eben genau dieses absolut großartige und wundervolle Postermotiv nachgereicht. Ja, am Rand wurden ein paar Elemente abgeschnitten von diesem Motiv, aber ich finde trotzdem, dass es von der Farben, von den leuchtenden Farben, von der Schärfe und von der Dynamik her immer noch eines der schönsten Plakatmotive ist, die ich jemals gesehen habe und damit natürlich auch eines der schönsten Mediabook-Motive aus dem vergangenen Jahr. Aber das bringt uns zum Ende der Liste. Mein persönliches Nummer 1 Mediabook Cover Artwork des Jahres 2022 geht an Uncle Frank.
Und ich denke mir, jeder, der mein damaliges Review gesehen hat von dem Megabook von Jacob's Wife, der wird sich nicht wundern, dass dieses Cover-Design auch tatsächlich am Ende des Jahres stolz auf Platz 1 residiert. Das ist eine fantastische Zeichnung. Das ist eine phänomenale Aufbereitung. Und ich habe tatsächlich relativ lang mich hin und her entscheiden müssen zwischen dem Artwork von Triggered bzw. diesem Design von Jacob's Wife, welches ich dann letzten Endes tatsächlich auf Platz 1 hole. Aber zugegebenermaßen mit einem in einer Wimpernlänge Vorrang hat dann Jacob's Wife dadurch gewonnen, dass ich diese Komposition fast noch cleverer und cooler finde, wie eben verschiedene Elemente von den klassischen Poster-Artworks hier vereint werden, beispielsweise natürlich diese Augen ganz oben beim Cover-Artwork, die natürlich ganz eindeutig inspiriert sind von diversen Christopher Lee-Artworks, die Art, wie eben diese Szene hier von den beiden Hauptdarstellern, die in der Mitte von dem Bild ist, zwar eigentlich aus dem Film stammt, aber dafür komplett aufgewertet wird mit diesen witzigen Vampirhänden, die noch in dieser Herzform hier als nicht nur den Titelschriftzug einkreisen, sondern eben auch noch quasi als Abwehr ein Herz machen wollen. Hab doch ein Herz! Und nein, ich haue eben meinen Holzpflock in das Herz. Das ist eben wiederum so eine Sache, wo man einfach sieht, dass Uncle Frank unglaublich viel Humor hat und sich eben auch wirklich ein bisschen einen Spaß erlaubt bei diesen Cover-Artworks. Das hat man nicht nur bei seiner Zocki-Reference bei Barfly gesehen, sondern eben auch bei solchen kleinen Details. Und man muss sagen, Uncle Frank hat auch für das nächste Jahr bereits einiges an interessanten Artworks in petto, die beispielsweise dann für Terrifier 2 oder Story of Ricky kommen. Das sind auch schon absolute Fixstarter für die 23er-Liste. Aber mein persönliches, absolutes Lieblings-Mediabook-Cover-Artwork aus dem Jahr 2022 heißt Jacob's Wife. Und damit bin ich persönlich gespannt, was euer Lieblings-Cover-Artwork aus dem vergangenen Jahr war. Ja, einige von diesen Nominierungen sind mir extrem schwer gefallen, teilweise natürlich auch die Abgrenzung, was ist jetzt Platz 11 und was ist Platz 12, aber am Ende des Tages sind es teilweise wirklich nur ganz, ganz kleine Bauchentscheidungen, die mich dazu getrieben haben, das eine Artwork höher oder weniger hoch zu platzieren. Am Ende ist es auch nicht das, was mein erster Eindruck war, als ich die Mediabooks damals das erste Mal in der Hand hatte, sondern das, was ich teilweise eben ein paar Monate später, als ich mich hingesetzt habe, um die Liste zusammenschreiben, noch in meinem Kopf hatte, was bei mir den größten bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Und ich finde, das Jahr 2022 hatte eben alleine mit fast 100 Mediabooks in der engeren Auswahl eine wirklich absolut großartige Menge an fantastischen Mediabook-Cover-Artworks. Aber das waren meine persönlichen Favoriten. Jetzt würde mich echt interessieren, was sind eure Favoriten? Was sagt ihr zu meiner Liste und zu meinen Nominierungen? Schreibt es in die Kommentare. Schreibt mir eure persönlichen Lieblings-Artworks in die Liste. Wie gesagt, heute ging es einmal nur um die schönsten Mediabook-Cover-Artworks des vergangenen Jahres. Morgen beschäftigen wir uns dann in der nächsten Liste mit den tatsächlich inhaltlich besten Veröffentlichungen des Jahres 2022 und ich freue mich schon drauf.